Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Metroid Fusion auf Deutsch. Ja, Spiel starten würde ich mal sagen. Ich liebe dieses Spiel. Wir fangen an. So, und wir gucken uns das Intro an, weil das interessant ist. Hatte mich mit der Aufsicht des Forschungsteams von Biologic Space Labs beauftragt. Das verschaffte mir ein unerwartetes Wiedersehen mit dem Planeten SR388. Wow, Planet SR388. Wow, und Samus Aran und ein komisches Vieh. Schieß es tot. Peng! Wow, ein X-Virus. Nein! Es greift mich an. Ah! Während wir eine Höhle untersuchten, fiel mich eine Lebensform an, der ich noch nie zuvor begegnet war. Wow. Später begriff ich, was mich angegriffen hatte. Der parasitäre Organismus, den wir mittlerweile X nennen. Ich wusste nicht, in welchem Zustand ich bereits war, als ich zur Station zurückkehren wollte. Dann nahm das Unglück seinen Lauf. Wow, Erdbeben! Die X-Infektion erreichte nur wenig später mein zentrales Nervensystem. Ich verlor mein Bewusstsein. Mein Schiff steuerte direkt auf ein Asteroidenfeld zu. Wow, wackel, wackel, wackel. Und Asteroidenfeld. Peng, tot. Nein, doch nicht. Die Notfallsysteme des Schiffs schleuderten die Fluchtkapsel vor dem Aufprall heraus. Sie wurden vom Biologic Space Labs Schiff geborgen und zum HQ der Föderation gebracht. Hauptquartier. In der Zwischenzeit jedoch vermehrte sich der X rasant, beschädigte dadurch große Partien meines Anzugs. Ja, okay. Doch die organischen Komponenten des Anzugs waren zu eng mit meinem System vernetzt, um ihn während meiner Bewusstlosigkeit entfernen zu können. Die meisten Teile meines Anzugs mussten chirurgisch entfernt werden, was mein Aussehen dramatisch veränderte. Das X hatte sich außerdem zu tief in mein Nervensystem eingenistet und ohne Risiko entfernt zu werden. Man räumte mir nur geringe Überlebenschancen ein. Doch dann schien man ein Heilmittel gefunden zu haben. Metroids! Jemand machte den Vorschlag, Metroid-Zellen zur Produktion eines Anti-X-Serums zu verwenden. Offenbar war es der Föderation gelungen, Zellkulturen des letzten Baby-Metroid von SR388 zu konservieren. Das Serum wurde noch am selben Tag entwickelt und injiziert. Wow, mit Hilfe des Serums gelang es, sämtliche X-Parasiten sofort zu neutralisieren. Ja, schrumpfen! Aber sie ist blau! Doch für mich war dieses Leben beendet. Obwohl ich überlebte, kehrte ich als jemand anderes ins Leben zurück. Wow, ich bin wer anders. Wenn ich so recht darüber nachdenke, wird mir klar, ich verdanke dem Baby-Metroid bereits zweimal mein Leben. Ja, wir haben die BSL-Forschungsstation fast erreicht. Es wird höchste Zeit, die Andock-Sequenz vorzubereiten. Ja, Samus, der Schiffscomputer hat mich informiert, dass wir uns im Anflug auf Biologic Space Labs, besser bekannt als BSL, befinden. Etwa zur gleichen Zeit, als man mich auf dem OP-Tisch zusammenpflegte, musste das Forschungsteam den letzten Schwung Musterexemplare von SR388 sowie infizierte Teile meines Anzugs dorthin geschickt haben. Nachdem ich wieder bei Bewusstsein war, teilte man mir mit, dass eine ungeklärte Explosion die Station erschüttert hatte. Ich weiß nicht warum, aber tief in meinem Herzen hat diese Sache eine unbeschreibliche Angst ausgelöst, die ich kaum in Worte fassen kann. Und nun schickt man mich genau an diesen Ort, um den Vorfall zu untersuchen. Die Leitung der Mission auf BSL-Station übernimmt der neue Schiffscomputer. Mir bleibt keine andere Wahl, als die Befehle einer unflexiblen, kleinkarierten KI zu akzeptieren. KI, künstliche Intelligenz, ne? Schließlich überließ man mir das Schiff nur unter dieser Bedingung. Keine leichte Aufgabe für mich, wenn ich an meine Probleme mit Obrigkeiten denke.
Es ist bereits das zweite Mal, dass ich mich fügen muss. Wenn ich mir alles durch den Kopf gehen lasse, muss ich an meinen anderen Captain denken. Ich erinnere mich noch genau. Ja, und da ist die BSL, in der wir jetzt landen. Toll Schiff. Landen. So, und hier ist die Karte. Wir starten da unten rechts. In der Quarantänestation hat sich eine Explosion ereignet. Dort befanden sich Kapseln mit jüngsten Proben von SR388 sowie einige Teile ihres Anzugs, der durch X-Parasiten infiziert wurde. Die Ursache der Explosion ist unklar und so. Die Quarantänestation befindet sich hier. Vorsicht ist geboten. Viele ihrer latenten Fähigkeiten fehlen ihnen noch. Denken Sie daran, Samus. Nutzen Sie unterwegs das Navigationsterminal, um eine Verbindung zu mir herzustellen. Sind die Anweisungen klar? Natürlich, Computer. Machen Sie sich nun auf den Weg zur Quarantänestation. Warum auch nicht? Hatte ich vor. Boom, und da sind wir. Wir sind blau und wir können durch die Gegend hüpfen. Juhu. So, speichern wir hier gleich nochmal. Ja, und ich würde sagen, dann mache ich hier auch wieder einen Schnitt und dann fangen wir am nächsten Video frisch an. Nein, wir möchten nicht nochmal die Besprechung wiederholen. Nein. Ja, ich gehe da jetzt gleich hin, aber nicht jetzt, sondern irgendwann anders. Ja. Peng, peng, Samus macht sie alle tot. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Adios.